Den Stadtweiher kennen Sie vielleicht noch von der Gartenschau in Eppingen 2022 hinter mir. Ja, und inzwischen gibt es dort ein tolles Weiherbistro, das auch letztes Jahr schon von der Natascha Pfeifle bewirtschaftet wurde. Ja, und über Winter hat sie aber gesagt, ja, irgendwie muss das Geschäft ja weitergehen. Da wurden nämlich 2 Iglus aufgebaut, Glas-Iglus, in denen man frühstücken und grillen konnte. Also eine tolle Sache. Die Firma Viroka hier in Eppingen baut diese Iglus. Und wir haben uns gedacht, naja, gerade wenn sie abgebaut, bevor sie ganz abgebaut sind, nutzen wir die Gelegenheit und nutzen so ein Iglu als Fernsehstudio und haben uns dazu Gäste eingeladen zu einem aktuellen Thema, nämlich zum Thema Mobilität. Sind Sie gespannt auf unser Experiment Talk im Iglu? Ja, Natascha, du betreibst seit letztes Jahr ja das Weiherbistro. Wie kamst du dazu, dass hier auf einmal Iglus stehen? Genau, wir haben sehr lange überlegt, was wir über die Wintersaison hier anbieten können und haben dann in Zusammenarbeit mit der Firma Viroka diese Iglus entwickelt. Genau. Okay, weil ich bin da mal vorbeigefahren, denke ich, was bauen die denn da? Und man konnte tatsächlich jetzt auch über den Winter hier frühstücken und auch grillen, richtig? Genau, richtig, ja. Was gab es denn eigentlich dann so an Auswahl zu essen? Genau, bei dem Frühstück gab es von allem etwas. Wir hatten eine klassische Variante und eine vegane Variante, wie bei einem großen Brunchbuffet. Wie sieht es denn aus? Wie geht es denn im Frühjahr weiter? Bleiben die stehen? Die bleiben jetzt nur noch dieses Wochenende stehen bis Ostern. Dann haben wir eine Woche für den Umbau. Die Iglus kommen wieder weg und wir fahren wieder unsere normale Bestuhlung auf. Genau, das wäre nämlich die Frage, ab wann geht es denn los? Ab wann kann man denn hier im Weiher wieder sitzen, genießen? Machen wir einen kleinen Ausblick. Genau, am 7. April eröffnen wir das Weiherbistro wieder und dann gibt es wieder immer Donnerstag bis Sonntag bei uns was zu essen, ja. Genau, wenn ich richtig weiß, Donnerstag bis Sonntag ab 11 Uhr, bleibt es so? Donnerstag und Freitag ab 11 Uhr, samstags gehen wir erst ab 14 Uhr und sonntags bei gutem Wetter schon ab 9 Uhr zum Frühstück. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute in Eppingen. Normalerweise sage ich bei der Gelegenheit bei uns im Stadtstudio. Das Stadtstudio haben wir heute tatsächlich nach Eppingen verlegt und das hat auch einen guten Grund. Heute lassen wir uns mal richtig gut gehen. Wir sind kurz vor Ostern und wir haben uns was ganz Besonderes einfallen lassen. Wir sitzen hier am Weiherbistro und werden von der Natascha Pfeifle verwöhnt, die uns hier ein Frühstück angerichtet hat. Warum, das erklären wir Ihnen gleich. Auf jeden Fall sind wir zu unserer eigenen Unterhaltung da heute, aber auch zu Ihrer. Und ich begrüße bei mir am Tisch, am Frühstückstisch ganz herzlich die beiden Herren, den Lothar Schlesinger, das ist der, und jetzt muss ich aufpassen, ehrenamtliche Geschäftsführer vom Bürgerbusverein Eppingen. Ja. Und neben ihm Reinhard Ihle, der Vorsitzende vom Bürgerbusverein. Und das sage ich doch richtig, Verein, Sie sind ein Verein. Genau, ja. Herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind. Ebenso, herzlich willkommen in Eppingen. Ja, da sind wir immer gerne, das wissen Sie vielleicht. Ja. Wir sind ja Stammgast gewesen hier anlässlich der Gartenschau. Und da befinden wir uns heute auch auf dem Gelände der Gartenschau, die nun zwar vorbei ist, aber ihre Wirkung nach wie vor erzielt. Da frage ich schon mal den Vorsitzenden, den Herrn Ihle. Sie sind ja ganz nebenbei auch noch Gemeinderat. Ja. Da haben Sie sicher auch die richtige Antwort. Was ist denn aus dem Gelände hier geworden? Wir sitzen ja hier in gemütlicher Atmosphäre. Hat es sich gelohnt, eine Gartenschau abzuhalten? Also ein eindeutiges und ganz dickes Ja. Diese Gartenschau war so ein Erfolg für Eppingen, was die Besucher anbelangt von außen, aber natürlich auch für die Innenentwicklung der Stadt ist es ein wahnsinniger Erfolg. Wir haben hier eine Grünanlage aufbauen können, die eine Aufwertung für die Stadt ist, eine Aufenthaltsqualität zeigt für kleine und für große. Also kein Wermutstropfen, sondern nur Freude. Natürlich könnte man sich sowas vorstellen jedes Jahr, was hier am Gelände alles los war, an Veranstaltungen, an Events. Aber jetzt ist natürlich das Gelände hier zum Benutzen für Spiele, zur Aufenthaltsqualität. Aber im Sommer findet ja auch jetzt im Anklang
Gartenschau jedes Jahr ein Sommerfest in der Altstadt. Also das heißt, es ist was für ein Bestand, ja, und es bleibt. Nachhaltig. Und da bleiben wir bei nachhaltigen Ereignissen. Das tragen Sie auf der Brust, nämlich der Bürgerbus in Eppingen. Ja. Das ist eigentlich heute der Hauptgrund, warum wir hier sind. Und da frage ich jetzt gleich mal den Herrn Schlesinger, den Geschäftsführer der Bürgerbus, jetzt muss ich es richtig sagen, Bürgerbus e.V., ist das richtig? Darf man das so sagen? Bürgerbusverein Eppingen e.V., wir sind ein eingetragener Verein. Das heißt, Sie machen etwas als Verein, was doch eigentlich eine Aufgabe ist von einer Kommune, öffentlicher Personennahverkehr. Haben Sie denen was weggenommen da, oder sind Sie Konkurrent? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Nein, die Frage ist ja immer, ob sich das lohnt, einen regulären Busunternehmer zu holen, der dann Linienbetrieb aufzieht. Vor allen Dingen, da müssen die Fahrgastzahlen da sein, da muss die Kostendeckung stimmen. Und bei einer Stadt wie Eppingen mit ca. 12.000 Einwohnern hier in der Kernstadt wäre das für einen großen Linienbus mit 40 Sitzplätzen viel zu gering, das Fahrgastaufkommen. Das ist eigentlich eine typische Aufgabe für solche Bürgerbusvereine, dass man das ehrenamtlich macht mit kleinen Bussen, 8 Fahrgastplätze. Und da haben wir mittlerweile eine Fahrgastauslastung, sodass der Bus regelmäßig auch gut besetzt ist und manchmal sogar fast überfüllt ist. Also Luft fahren Sie nicht spazieren? Nein, 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 nein. Das ist nicht das Ziel. Also wir sind jetzt seit knapp 4 Jahren auf Linie und haben in den 4 Jahren 40.000 Fahrgäste gehabt. Das ist für eine Stadtphase für sehr viel und zeigt eigentlich, dass der Bedarf da ist, dass die Akzeptanz von den Bürgern da ist und dass vor allen Dingen auch die Lücke, die es seither gab in Eppingen im ÖPNV, wirkungsvoll geschlossen werden konnte. Liebe Zuschauer, Sie denken vielleicht, wo sitzen denn die netten Herren hier? Da fehlt noch ein Wort der Erklärung. Wir sitzen nicht nur am Weiher, am Weiher Bistro, wir sitzen auch gut geschützt in einem. Ja, jetzt muss ich aufpassen, dass wir nicht für einen gleich ähnlich klingenden Fischstäbchenhersteller Werbung machen. In einem Igloo. In einem Igloo sitzen wir. Da frage ich jetzt nochmal den Gemeinderat an dieser Stelle, weil wir es eben davon hatten, von der Attraktivität hier im Weiher Bistro. Das ist ja was, das habe ich nun noch nie gesehen. Also, dass ich die Einladung, als wir die Einladung bekommen hatten, hier an den Weiher zu kommen, habe ich gedacht, ja, wo kommen wir denn da hin? Wie kommt es denn dazu? Gut, das ist eine Eppinger Firma, die diese... Das herstellt, sowas herstellt. Pavillons herstellt, oder Iglu. Und die Frau Pfeifle hat hier Kontakt gehabt, und die Firma mit der Frau Pfeifle, und hat es angeboten, hier aufzustellen. Direkt vor dem Weiher, direkt vor der Altstadtkulisse und bietet hier Frühstück. Und dabei hat man uns jetzt gerade erwischt. Genau. Das gehört nämlich noch dazu, liebe Zuschauer. Wir sind beim Frühstück. Ja. Und wir werden jetzt abwechselnd die Leckereien hier zu uns nehmen. Das ist nämlich Teil unseres eigenen Vergnügens heute. Wir sind ja nicht nur zum Arbeiten hier, sondern... Eigentlich wollen wir Frühstück machen. Und wer immer gerade nicht kaut, der darf mir dann die eine oder andere Frage natürlich beantworten. Aber nichtsdestotrotz, erstmal guten Appetit. Und da können wir uns mal was mit sagen. Genau. Lecker. Ich nutze die Gelegenheit so lange, mal über das Bürgerbus-Prinzip, sage ich jetzt mal, ein paar Worte zu verlieren. Da wird mich der Herr Schlesinger und vielleicht auch der Herr Ihle sicher mal korrigieren müssen, oder ich frage einfach mal nach. Das handelt sich also um ein Projekt, wo Ehrenamtliche, auch Busfahrer, in einem regelmäßigen Betrieb die Ortsteile in Eppingen verbinden und ist ein Teil des öffentlichen Personennahverkehrs, das darf man wohl so einordnen, und geschieht parallel zu anderen Angeboten. Und da endet dann auch schon mein Wissen, und deswegen brauche ich an dieser Stelle schon mal Unterstützung. Und da frage ich am besten den Herrn Schlesinger, der mir sicher beantworten kann, wenn ich sage Busfahrer, dann fällt mir schon die deutsche Bürokratie ein, aber da hat sie vielleicht auch eine Berechtigung. Ich kann zwar auch Bus fahren, denke ich, aber ich dürfte Ihren Bus nicht fahren. Ja, also wenn wir von Busfahrern sprechen, müssen wir natürlich auch an die Busfahrerinnen
denken. Selbstverständlich, das war mein Ding. Ja, wir haben insgesamt 35 aktive Fahrerinnen und davon sind ein Drittel Damen. Das freut uns, dass diese Quote so gut ist, ohne dass wir dafür extra Werbung gemacht haben. Und die Altersklasse, die geht von, ich sag mal, 40 Jahren bis hoch mittlerweile zu 80 Jahren. Sie dürften bei uns fahren, wenn Sie einen Führerschein Klasse B haben, länger als 2 Jahre Fahrpraxis, das würde ich jetzt mal unterstellen. Dann müssten Sie aber noch, einen Gesundheitscheck machen, bei den über 60-Jährigen auch mit Reaktionstest, sodass also sichergestellt ist, dass die Fahrer, die dann einen Personenbeförderungsschein vom Landratsamt erhalten, auch tatsächlich in der Lage sind, verantwortlich 8 Fahrgäste zu transportieren. Ich frage aus 2 Gründen. Der eine ist der Blickwinkel des Benutzers, der Fahrgäste, die sagen, auf was lasse ich mich da ein? Ja. Auf der anderen Seite aus der Sicht derer, die sagen, tolle Sache, könnte ich vielleicht auch noch mitmachen. Ja. Das eine haben sie beantwortet, das sind alles qualifizierte, des Fahrens taugliche und der Genehmigung, wir haben alle eine Genehmigung, wenn ich fahren wollte, ich bin Eppinger, habe nichts zu tun, will meinen Samstag sinnvoll einsetzen, habe keinen Garten zu mähen, Rasen zu mähen, ich melde mich bei Bürgerbus und sage, darf ich mitmachen? So würde das funktionieren? Ja, dann setzen wir uns mal zusammen, lernen uns kennen. Sie bekommen die Möglichkeit, mal eine Runde mit einem großen Bus ohne Fahrgäste zu fahren, damit Sie auch sehen, ob Sie mit so einem großen Fahrzeug Spaß haben. Das ist ja auch wichtig, dass das keine Belastung wird. Und wenn Sie sagen, jawohl, das gefällt mir, dann würden wir Ihnen die Adresse für den Gesundheitscheck vermitteln und Sie auch zum Bürgerbüro schicken, sodass Sie dort beim Landratsamt oder übers Bürgerbüro beim Landratsamt dann offiziell den Antrag für den P-Schein erstellen können. Natürlich wird oder ist der Gesundheitscheck kostenpflichtig, aber das trifft Sie nicht, sondern das trifft dann den Verein. Wir übernehmen die Kosten, wenn Sie mit dem Personenbeförderungsschein dann am Schluss tatsächlich bei uns auch auf Linie gehen können. Und jetzt dürfen Sie Kaffee trinken. Ja. Und ich wähle so lange. Sie dürfen ruhig aber auch weiterhin. Herr Ihle, Herr Schlesinger hat gerade den Ball so ein bisschen, ich sag mal, Richtung Verwaltung gespielt, bewusst und zu Recht. Jetzt frage ich Sie als nicht zuletzt Gemeinderat, da holt einem dann irgend so eine Initiative ein, im besten Sinne. Wie kam es denn dazu? Irgendwann hat einer gesagt, ach, wir machen Bürgerbus und ihr bezahlt es. Genau so war es. Genau, na, also, das bezahlen wir jetzt nicht unbedingt, aber genau so war es. Und der irgendwer war Herr Schlesinger, der tatsächlich eines Tages in der Bürgersprechstunde beim Oberbürgermeister war. Der macht regelmäßig Sprechstunden. Und dem Herrn Holaschke dann das so vorgestellt hat. Und es muss wohl sehr überzeugend gewesen sein, denn der Holaschke hat dann gesagt, Herr Schlesinger, das mache ich zur Tagesordnung im Gemeinderat. Und dann kam die Gemeinderatssitzung, der Herr Schlesinger ist eingeladen gewesen. Wir haben uns doch gar nicht gekannt, in dem Sinne. Und er hat dann dieses Modell Bürgerbusverein auf Eppingen organisiert, vorgestellt. Und das war wirklich eine solche tolle Präsentation. Er konnte auch alle Nachfragen, die wir gehabt haben, wirklich sehr, sehr zufriedenstellend beantworten. Und dann wurde der Herr Schlesinger verabschiedet und wir haben darüber abgestimmt. Und es war damals mit 2 Gegenstimmen, also die weitaus größte Mehrheit des Gemeinderats hat Ja gesagt. Und dann war das der Startschuss für uns, hier aktiv zu werden. Der Gemeinderat steht mit der große Mehrheit hinter uns und dann haben wir einen Verein gegründet. Das war im Juni 2019, also wir feiern dieses Jahr ein kleines Jubiläum, das 5-Jährige. Aber wir feiern es, weil ich glaube, wir haben in den 5 Jahren schon sehr, sehr viel bewegt. Davor hatten Sie nichts. Nein, nein. Das heißt, es war ein völliges Novum. Ja, ja. Man weiß ja dann auch nicht so genau, was man sich da einlässt, wie es funktioniert, sondern es entsteht ja alles erstmal im Kopf. Ja. Aber man braucht ja dann einen Bus. Ja. Der fährt ja erst, wenn er da ist. Genau. Und jetzt kommt das Finanzielle und jetzt kommt das, was ich vorhin gesagt habe, die Stadt dazu ins Spiel. Wobei, wie ich auch sagen möchte am Anfang, als wir den Verein gegründet hatten, ging es wirklich schneller, als wir gedacht hatten, denn wir konnten in Denkendorf einen gebrauchten Bus kaufen.
Und mit dem sind wir dann tatsächlich Ende des Jahres, Lothar, ich glaube, es war Dezember 2019, Erste Probefahrt, haben wir die ersten Fahrten hier, Testfahrten unternommen, also ein halbes Jahr später. So, und klar, dann haben wir aber den Antrag gestellt, wir wollen einen neuen Bus und den haben wir gestellt. Und du bekommst vom Land Baden-Württemberg über die LB Bank einen Zuschuss zwischen 35.000 und 40.000 €, wenn man einen neuen Bus kauft. Und das haben wir natürlich gemacht und den Zuschuss haben wir abgegriffen. Und wir hatten dann einen nagelneuen Bus, mit dem wir dann hier in der Zentralstadt seitdem fahren. Dann hat man einen Bus. Ja. Der fährt noch nicht. Nee. Dann fährt erstmal der Herr Schlesinger selbst. Ja. Oder wie? Ja. Ich muss mir das vorstellen, Herr Schlesinger. Jetzt bringe den Bus bei. Da ist ein Naja, also Busfahrer an Bord. es war auf jeden Fall gut, dass man diesen Gebrauchtbus relativ früh kaufen konnte. Dann gab es natürlich Testfahrten im Hinblick auf die Ausgestaltung von einem Fahrplan. Ja, das muss ja auch alles passen. Und wichtig war natürlich, dass man alle Zielpunkte, wo man davon ausging, dass die Fahrgäste hin wollen, dann tatsächlich auch erreicht und einbinden kann in diesen Fahrplan, in diesen Linienplan. Und dass vor allen Dingen in regelmäßiger, stündlicher, gleichbleibender Takt auch möglich wird. Und trotzdem dann die Fahrer auch noch ein paar Minuten Pause haben, bevor es wieder weitergeht in der nächsten Runde. Darf ich dazwischen nochmal den Fuß in die Tür stellen? Ja. Man hat ja so eine Idee, nicht nur, weil man nichts zu tun hat, sondern weil man irgendeinen Bedarf Ja. erfüllen will. Ja. Und da muss es ja irgendwo was geben, wo man sagt, ich muss irgendwie Menschen von A nach B bringen, die haben einen Bedarf, sie haben Ortsteile. War das vielleicht ein Impuls? Die müssen in die Stadt oder sie müssen mobil werden oder gab es von Ihrer Seite Erkenntnisse, Kenntnisse, Rufe, wo Sie gesagt haben, ja, okay, ich kümmere mich drum. Oder haben Sie gedacht, oh, jetzt mache ich mal einen Bus? Als ich 2011 nach Eppingen gezogen bin, habe ich gesagt, es gibt hier alles. Bahnanschluss, Einkaufsmöglichkeiten, ärztliche Versorgung, Schule. Was fehlt, ist der Bürgerbus. Und das war die Idee, die mich dann so lange beschäftigt hat, bis ich dann in den Ruhestand ging, 2018. Und dann habe ich das für Eppingen vollends ausgefeilt und habe dann, wie es der Herr Ihle schon geschrieben hat, dem OB vorgelegt und habe gesagt, so könnte ich mir das vorstellen. In dieser Phase habe ich natürlich auch geschaut, wie machen es denn andere? Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel an Bad Wimpfe denke, die haben 2011 mit dem Bürgerbus angefangen. Oder wenn ich an Blankstadt denke, die haben 2016 angefangen. Nach uns hat Maulbronn angefangen. Also diese Bürgerbusbewegung, kann man sagen, ist landesweit durchaus etwas, was mittlerweile auch andernorts Schule gemacht hat und zum Thema Mobilität und Mobilitätswende auch letztlich beiträgt. Das heißt, Vorbilder gab es, Ja. nur es war noch nicht in Eppingen, wo Eppingen doch aber aufgrund, ich sag mal, der Gesamtsituation fast prädestiniert ist für so einen Ja, also Bürgerbus. von den Einwohnerzahlen ist Eppingen in der Kernstadt, und nur darüber reden wir im Moment, eigentlich für einen Linienbetrieb mit einem Kleinbus ideal. 12.000 Einwohner. Da gibt es weiterhin viele Leute, die mit dem eigenen Fahrzeug fahren, auch ältere Herrschaften, die sagen, ja, ich kann doch noch selber fahren. Ja. Andere sagen, Mensch, ist das gut, jetzt kann ich endlich mein Auto stehen lassen und bin mir darauf angewiesen, dass ich meiner Tochter anrufe oder meinem Enkel Bescheid sage, wenn ich zum Arzt will. Sondern das Thema Mobilität, vor allen Dingen auch das Thema Teilhabe, das ist etwas, was man mit diesem Bürgerbus erreicht. Das ist ein Standortvorteil, das ist Lebensqualitätsverbesserung. Nicht nur für die ältere Herrschaft, sondern zum Beispiel auch für jüngere Leute, die in die Das Musikschule wollen. wäre meine nächste Ja. Frage. Das eine ist ja die Teilhabe. Ja. Nicht mehr mobil, Auto kann ich eh nicht fahren, hat früher mein Mann gemacht, verstorben, ich selber kann es nicht, will es nicht mehr. Also das ist das eine. Aber es hat ja einen praktischen Nutzen. Es hat einen richtig praktischen Nutzen. Ich bin offensichtlich ja sehr schnell in der Ja. Stadt und ich kann einkaufen und genauso schnell bin ich wieder an meinem Wohnort. Das muss ja aber irgendwie nach einem Rhythmus funktionieren und nicht willkürlich. Und da stehe ich mit meiner Einkaufstüte in Ja. Eppingen und möchte nach Mühlbach oder wo auch immer hin.
Was ist denn der Rhythmus? Auf was ist Verlass? Also wir haben in der Kernstadt den Linienbetrieb nach Fahrplan. Und da fährt stündlich immer zur gleichen Zeit der Bus an der gleichen Stelle ab. Also wenn Sie zum Kaufland wollen, zum Einkaufen, steigen Sie am besten am Bahnhof aus. Da können Sie genau eine Stunde später wieder einsteigen. Das reicht sehr gut, um den Einkauf im Regelfall zu erledigen. Können Sie wieder heimfahren. Bei den Stadtteilen sieht es ja anders aus. Da haben wir keinen Linienbetrieb mit Fahrplan, sondern einen Flächenverkehr. Flächenverkehr kann man sich am ersten so vorstellen, dass ein Linienbetrieb in unsere Stadtteile hier in Eppingen, wenn es hochkommt, drei Haltestellen hat entlang der Hauptstraße. Und wir haben pro Stadtteil 50 virtuelle Haltepunkte. Das heißt, es muss niemand... Virtuelle, Entschuldigung? Ja. Den gibt's, aber den sehe ich nicht. Ja, der ist also nicht signalisiert mit einem Täfelchen, sondern da gibt's eine Karte, da sind diese Punkte alle eingezeichnet. Und was dazu kommt, diese Fahrten müssen einen Tag vorher spätestens angemeldet werden. Es gibt hier in Eppingen die Mobilitätszentrale, die ist bei uns drüber am Bahnhof. Und es sind zwei sehr nette Damen, die die Anrufe der Fahrgäste entgegennehmen. Und wenn sie sagen, sie wohnen in der Hauptstraße 13, dann sagt ihnen die Dame, wo sie am nächsten einsteigen können. Zum Beispiel in der Hauptstraße 15. Das ist dann der virtuelle Haltepunkt. Also kein Taxi? Kein Taxi, nein. Was Sie auch akzeptieren müssen, wenn Sie mit dem Rufmobil fahren, ist, dass Fahrten gebündelt werden. Es kann also sein, Sie fahren von Eppingen zunächst nach Mühlbach. Dort steigt ein Fahrgast aus. Und von dort fahren Sie nach Rohrbach. Es sind vielleicht 10 Minuten Verzögerung. Aber mit dem Taxi könntet Sie natürlich direkt heimfahren. Verstehe. Andererseits ist der große Vorteil bei uns, dass die über 80-Jährige nichts zahlen müssen. Da kommen wir noch drauf. Okay. Da habe ich mit Ihnen ja dann Problem. So. Okay. Nochmal zum ja. Ile. Das Ganze ist ja auch ein Politikum. Ja. Das werden Sie als Gemeinderat dann wissen. Sowas kommt ja auch auf die Tagesordnung und hat ja auch letztendlich Wirkung in die Bevölkerung. Ja. Da braucht man immer Akzeptanz. Ja. Jetzt sind ja die nicht mobilen Menschen nicht unbedingt in der Mehrheit. Aber der Herr Schlesinger sagt es ja sehr schön, Teilhabe ist ja eigentlich ein Thema, das Thema. Aber das Schöne ist ja, wenn er sagt, und auch die Jungen zur Musikschule. Also es geht nicht nur ausschließlich um eine Serviceleistung für die Teilhabe, sondern das hat ja einen praktischen Nutzen. Ist das auch politisch so kommuniziert worden und anerkannt innerhalb der, ja, der Bürgerschaft? Ja, das war natürlich auch unter anderem ein Aspekt, den der Schlesinger damals im Gemeinderat vorgestellt hat, weil Eppingen Dimension her, von dem Wohnbaugebiet im Norden, im Süden schon sehr weitläufig ist. Das braucht vielleicht vom Zentrum hier 2 Kilometer im Süden, 2 Kilometer in den Norden und dementsprechend schon weite Wege sind. Und da war das natürlich schon ein ganz wichtiges Argument auch, dass wir eben, Sie haben es gesagt, das Thema Teilhabe, Ältere oder Mobilitätseingeschränkte, aber auch die Jüngeren, Schüler zum Beispiel. Wir haben auch immer wieder Schüler, die hier mit der S-Bahn aussteigen, Berufsschüler zum Beispiel, und im Norden der Stadt wohnen. Und der Takt ist dann so, dass sie halt von der S-Bahn aussteigen, wenn sie pünktlich ist, wir sind pünktlich, dass sie dann in den Norden fahren können oder in den Süden fahren können. Also das ist wirklich eine bunte Mischung an Fahrgästen, aber natürlich der große Teil unserer Fahrgäste sind Senioren, mobilitätseingeschränkte Personen, die unterwegs sind mit dem Rollator, mit dem Einkaufswagen und so weiter. Da sagt der Herr Schlesinger ja, mitunter muss man auch mal eine extra Runde drehen. Man kommt nicht direkt von A nach B, man fährt mal über Rohrbach. Ja, ja, jetzt ja, kommt mir so in den Sinn, auch wir haben ja Eltern und Großeltern, ja. Die fahren vielleicht ganz gerne mal eine Runde. Das werde sie absolut erfahren als Fahrer. Ich fahre ja auch zweimal im Monat oder dreimal. Das heißt immer, Herr Ile, ich bleib noch eine Runde sitzen. Schönes Wetter, ein gutes Haus. Und dann ist es wirklich, man sitzt ja wirklich erhöht im Bus und man hat ja viel anderer Blickwinkel, als wenn man im Auto sitzt. Und es ist tatsächlich so. Oder
Viele Fahrgäste kennen sich jetzt mittlerweile auch schon und Schwätze und Teile, weißt du, hast du schon gehört, das Neueste und so weiter. Also es ist wirklich, und das ist jetzt auch wieder politisch dann ein ganz wichtiges Argument, es ist wirklich ein sozialer Dienst. Es ist wirklich ein sozialer Dienst für die Menschen hier in der Stadt. Ich glaube, das könnte man noch sagen, unsere Busse haben einen Namen. Und Emil. Hat, Emil. Und das hat eine Eppinger Bürgerin kreiert. Emil, E-M-I-L, Eppingen, mitten im Leben. Und genau darum geht es. Mitten im Leben. Ja. Die Leute sind nicht draußen irgendwo eingeschlossen in ihrem Wohnbereich, sondern kommen hier mitten ins Leben, mitten in die Stadt, mitten zum, ins Café, zum Einkaufen, an der Weiher. Also das wäre jetzt das Best Practice, wie man so neuhochdeutsch sagt. Hier ist eine Haltestelle gleich nebenan. Ja. Die Natascha Pfeifle macht das Frühstück. Dann haben sie hier noch ein Iglo stehen. Das heißt, da könnten die, und da brauchen wir nochmal den Herrn Schlesinger, aber Sie wissen es auch, acht Sitzplätze. Die Gruppe könnte sich theoretisch organisieren und man trifft sich am Weiherbistro zum Frühstück und macht sich einen schönen Vormittag. Ja. Das ist eigentlich das die Teilhabe im besten Sinne. Ja. Herr Schlesinger, Sie haben vorhin gesagt, 35 BusfahrerInnen, aber nicht auf Anhieb, oder? Wo kommen die denn her, fallen die von mir? Aber ich sage mal, ohne große Werbeaktion. Ja. Das Projekt Bürgerbus ist in Eppingen von vornherein sehr positiv besetzt. Angefangen vom OB über den Gemeinderat, Stadtverwaltung. Und das spricht sich dann rum, wenn man mal Objekt mitwirken darf oder mal Projekt mitwirken darf, das positiv besetzt ist. Ich sage immer, wenn ein Fahrer von uns zur Geburtstagsfeier kommt, ist immer das Erste, wie geht es eurem Bürgerbus? Und dann kommt es darauf an, wie er berichtet. Ja? Und wenn er positiv berichten kann, aus seiner eigenen Erfahrung, ist das die beste Werbung. Und wir haben immer wieder junge Ruheständler, die gehen jetzt gerade in den Ruhestand und suchen eine sinnvolle Beschäftigung und heuern dann bei uns an. Und wenn man bei uns fährt, tut man ja auch was Positives für die Gemeinschaft, für sich selber. Man hat Kontakte mit vielen Leuten, weil so ein Kleinbus einfach nicht so anonym ist wie ein 30- oder 40-Sitzer. Und wenn man den Aufwand gegenrechnet, 2 halbe Tage im Monat, dann ist das ja überschaubar. Und wenn ich dann noch die Möglichkeit habe, die 2 halbe Tage so zu legen, wie es mir in der Kram passt, optimal. Na, dann habe ich eine sinnvolle Beschäftigung. Sie haben jetzt den Begriff Jungruheständler in den Raum geworfen. Ich rufe jetzt mal auf unseren Mann hinter der Kamera, den ich doch jetzt mal ganz kurz bitte, nur mal, lieber Matthias, guck gerade mal kurz in die Kamera. Das ist so ein Jungruheständler. Nee, Matthias, gestehst du, bist voll im Saft. Aber er fährt auch mit. Ja. Das habe ich doch richtig gesehen. Ja? Wir sind unsere Samstagsfahrer. Keine Samstagsfahrer. Wenn Sie von Montag bis Freitag noch aktiv im Dienst sind, so haben wir ja ein paar, die sind dann, oder im Schichtdienst, dann versuchen Sie natürlich die 2 halbe Tage so zu legen, dass es passt. Doch, also da sind wir froh, dass er auch mitfährt. Und Sie haben es ja eben gesagt, wenn ich Ihnen wenn ich Sie kurz unterbrechen darf. Mitmachen an einem Projekt, das positiv besetzt ist, und da gehört ja dann auch die Akzeptanz in der Politik, in der Bevölkerung, in der gesamten Gemeinde eigentlich dazu, dass man sagt, Mensch, da muss ich ja mitmachen, da muss man einfach dabei sein. Also häufig machen die Leute mit, wenn es gegen irgendwas geht, gegen die Windkraft oder gegen die große Photovoltaik, aber bei uns macht man mit, weil man für den Bürgerbus und für die Mobilität und für die Teilhabe der Mitbürgerinnen und Mitbürger ist. Das macht vielleicht einen Unterschied. Und ich bleibe trotzdem nochmal bei den 35, weil das ist für mich eine riesige Zahl. Ja. Das sind ja dann nahezu alle, weil wer hat schon einen Personenbeförderungsschein? Ja. Also vielleicht einer von anderen, der früher Busfahrer war, aber die müssen ja noch was bringen. Also man kriegt es ja nicht nur geschenkt. Man muss ein bisschen mitwirken, man muss es wollen. Das haben die alle gemacht. Ja. Wir sind ja mit beiden Fahrzeugen in einem genehmigten Linien- bzw. Linienbedarfsverkehr.
Und das setzt voraus, dass die Fahrer alle einen Personenbeförderungsschein haben. Das ist also offizieller Bestandteil vom öffentlichen Personennahverkehr. Wir ergänzen quasi in der Kernstadt sowieso, aber auch bei dem Verkehr in die Stadtteile den normalen Busverkehr, den Buslinienverkehr. Ja. Frühstück. Ja, und dieser Personenbeförderungsschein ist für uns als Verein natürlich die Versicherung, dass die Leute zertifiziert sind, sage ich mal, und dass man nicht aus Versehen Leute ans Steuer lasset, wo jeder sagt, naja. Ja, klar, verständlich. Herr Ihle, ja. Die 35 sind natürlich ein Segen. Ja. Ich bringe es auf den Punkt, die kosten nichts. Hätte eine Stadt, eine Gemeinde dennoch die Aufgabe, wenn man nicht diese Lösung hat, irgendeine Lösung zu finden, um Teilhabe möglich zu machen? Oder sagt man dann halt, naja, Pech, geht nicht in Eppingen? Natürlich gibt es große Kreisstädte, sagen wir Sinsheim oder Bruchsal, die einen internen Stadtbusverkehr haben mit, sehr teuer. Mit großen 40 Sitzern. Mhm. Und das ist natürlich sehr, sehr teuer, das ist ganz klar. Das bringt jetzt, also Eppingen hat jetzt 22.000 Einwohner, ist jetzt natürlich eine Nummer drunter im Vergleich zu den beiden Städten. Das sprengt natürlich schon den Haushalt an. Und insofern ist das jetzt, was wir hier anbieten für die Stadt, und das hat ja wirklich die Verwaltung, Oberbürgermeister und der Gemeinderat absolut eingesehen und verstanden, ist das ein Gewinn, weil wir wirklich hier einen öffentlichen Nahverkehr anbieten für die Bevölkerung im Einsatz von Ehrenamtlichen. Jetzt habe ich gelesen, Emil 1 ist weg. Ja. Das heißt, ich bin nämlich erst auf den Leim gegangen, ja, als Emil 2 kam. Da dachte ich nämlich, der Emil 2 ist der Zweite. Nee. Wir wollen bei der Wahrheit bleiben. Der Emil 1 fährt nicht mehr. Nein. Aber clever wie Sie sind, haben Sie den zweiten Emil 2 genannt. Emil 2, genau. Heißt es trotzdem, es bleibt ein Fahrzeug, er heißt nur Emil 2, heißt es trotzdem, dass man vielleicht über eine Weiterentwicklung aufgrund der Nachfrage nachdenkt, wenn ein zweiter Bus fährt, oder ist es begrenzt und gedeckelt? Wir haben tatsächlich jetzt seit September letzten Jahres einen neuen Bus dazu, also einen Emil 3 dann. Aha! Emil 3 gekauft, weil der Vorgängerbus einen Schaden hatte und dementsprechend ausgemustert werden musste. Und dann hat der Gemeinderat, auch das ist wieder so ein kleines Zeichen, im Januar letztes Jahr in einer Sondersitzung sich zusammengefügt, weil wir schon unter Zeitdruck waren, und hat dann auch für den Kauf eines neuen Buses plädiert. Und den haben wir dann bestellt. Und wie gesagt, im September ist der geliefert worden. Das heißt, wir also jetzt den Emil 2 hier im Eppinger Zentralstadtverkehr haben und den Emil 3. Das ist der Bus, wie der Herr Schlesinger eben gesagt hat, der in die Stadtteile als Rufbus fährt. Da brauchen wir noch einmal den Herrn Schlesinger, weil da geht es noch einmal ins Detail. Ohne es zu kompliziert zu machen für die Benutzer und für unsere Zuschauer. Das eine ist der, nenne ich es mal, Linienbus. Der fährt auf einer Linie, wie man es kennt, wenn man Nur in der Kernstadt. Ja. Und um die Stadtteile anzubinden, haben sie jetzt noch ein zweites System, kann man schon sagen. Ja. Ich wohne in Mühlhausen. Ja, Mühlbach. Entschuldigung. Mühlhausen, da müssen wir nicht mit. Mühlbach, da müssen wir nicht. Ja. Und will nach Eppingen. Ja. So, jetzt kommt der Bus aber nicht von alleine. Da muss ich schon etwas beitragen. Ja. Wie gehe ich vor? Ja, ich rufe an bei der Mobilitätszentrale. Das sind die netten Damen. Das sind die nette Dame hier im Bahnhof. Und sage denen, wann ich fahren will und wohin ich fahren will. Also die Kunden rufen bei uns an und äußern ihre Wünsche, wann sie fahren möchte, den Tag und die Uhrzeit, wenn möglich, die Ziele. Wir können das dann hier ins System eingeben, schauen dann, ob das passt oder ob es Überschneidungen gibt, bestätige das dann. Und ja, wenn es neue Kunden sind, dann müssen wir sie halt noch erfassen, müssen sie uns einige Daten nennen, und ansonsten geht es aber relativ schnell. Und dann wird es eingetragen in ein Websystem. Und der Fahrer, der am nächsten Tag dran ist, kriegt am Vorabend den Fahrplan und weiß genau, um welche Uhrzeit er wo wen abholen muss. Verstehe. Die Fahrgäste werden im Regelfall namentlich erfasst.
sodass man also auch die Stammdaten und damit die Adresse im System drin hat und nicht jedes Mal fragen muss, wo wollen Sie denn losfahren, sondern das wissen wir dann schon. Ich verstehe. Das entwickelt sich organisch mit der Zeit. Ja. Und da hören wir halt auch immer wieder, wir müssen zum Arzt oder wir müssen in die Physio, und das sind alles Zieladresse, die möglich sind, mit dem Rufmobil dann auch zu erreichen. Also das ist immer ein echter Bedarf, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass unsere Hausärzte nach und nach aus den Stadtteilen in das medizinische Versorgungszentrum in die Kernstadt umzieht und dass die ärztliche Versorgung draußen in die Stadtteile im Grunde genommen auf Dauer wegfällt. Wir haben 6 Stadtteile. Und insofern war natürlich schon die Frage, schaffen wir das überhaupt mit einem Gefäß, also mit einem Busle, dann diesen Verkehr hinzubekommen. Aber ich habe es ja vorher schon angedeutet, wir bündeln die Fahrtwünsche und fahren gegebenenfalls auch einmal über 2 Ortschaften, um die 3. Ortschaft zu erreichen. Oder wenn man jetzt an Rohrbach und Elsens denkt, das liegt auf der Linie, also da kann man natürlich entsprechend die Leute gleich mitnehmen. Und komme ich auch wieder heim? Natürlich. Das ist im Moment noch die Schwierigkeit. Sie müssen bei der Fahrtanmeldung schon Ihre Rückfahrt anmelden. Das heißt, Sie müssen schon wissen, wie lange Ihr Zahnarzt bohrt. Und das sage ich dem. Das sage ich dem. Fußwarte. Ja. Wenn man jetzt mal den Blick in die Zukunft findet, Digitalisierung ist das Zauberwort. Wenn Sie dann Ihre App auf dem Handy haben, dann können Sie die Anmeldefrist auf 1 Stunde verkürzen. Und das ist natürlich dann sehr viel angenehmer und positiver für die Rückfahrt insbesondere, wie wenn Sie alles schon einen Tag vorher sagen müssen. Solche Modelle gibt's. Ich denke da insbesondere an den Verbund in Karlsruhe und das Projekt MyShuttle, das sind mittlerweile 8 große Regionen, die vor allen Dingen in den Abendstunden und am Wochenende über solche Kleinbusler und eine App auf dem Smartphone bedient werden. Das ist schon die Richtung, da wollen wir auch hin. Ja, irgendwann einmal, dass die App auf dem Handy ist. Und Sie, Herr Schlesinger, geben Nachhilfe in der App-Bedienung an die Ü80, weil also, da kommen wir noch dazu. Also da bin ich mittlerweile sehr, sehr vorsichtig und wird unsere ältere Herrschaft auch sehr viel Kompetenz zubilligen. Ja, jetzt sage ich mal, ich bin ja auch schon älter und ich bin ja auch zu, oder gehöre auch schon zu denen, die da damit vertraut sind und die sich das durchaus zutrauen, zur App zu bedienen. Aber natürlich bleibt die Mobilitätszentrale weiterhin im Geschäft für die Leute, die selber keine App bedienen wollen, sondern nur das Telefon. Aber eine Frage der Zeit, wenn die Jungen alt werden. Nein, natürlich, natürlich. Also wir brauchen ein bisschen Geduld. Ja. Noch ein Wort, auch wenn ich schon Signal kriege von unserem Bürgerbus, ehrenamtlichen Bürgerbusfahrer. Matthias, wir sind gleich fertig. Außerdem ist das Frühstück gleich gegessen. Fahrgastzahlen gibt es erfasst? Haben Sie über eine Strecke von jetzt 5 Jahren möglicherweise ein bisschen verifizieren können? Ganz grob, gibt es eine Steigerung? Gibt es ein Gefälle? Gibt es eine Akzeptanz? Lässt sich was ablesen? Ja. Also wir fahren ja im regulären Linienbetrieb erst seit Mai 2020. Das heißt, in der Hoch-Corona-Phase sind wir gestartet, wo andere Bürgerbusse den Betrieb zunächst mal eingestellt haben. Das muss man auch sagen. Alle unsere Fahrer waren bereit, in dieser Phase trotzdem zu fahren. Und wir haben von der Firma Feroka, die auch solche schöne Iglus herstellt, uns eine Kapselung für den Fahrer in den Emil 1 einbauen lassen, sodass der Fahrer also auch geschützt fahren konnte. Im ersten Jahr 5.000 Fahrgäste, im zweiten Jahr 10.000 und im dritten Jahr 15.000 Fahrgäste. Das ist die Steigerung. Ja, wir sind im Moment bei 15.000, 16.000 Fahrgäste pro Jahr. Das ist das, was man mit so einem kleinen Bus machen kann, wenn es noch sehr viel mehr würde. Dann hätte man langsam ein Problem und müsste möglicherweise über einen Halbstundetakt nachdenken im Linienverkehr. Und Herr Ihle, damit ist auch die Frage beantwortet, die ich vorhin mal gestellt habe. Man beginnt was, hat keine Ahnung, wo es hinführt. Ja, die German Angst könnte einen da begleiten. Das ist aber das Modell und der Erfolg, den man sich dann wünscht, wenn man Haken dran macht.
so wie ich die Zahlen jetzt für mich einordne, ist es etwas, wo Sie sagen, da haben wir was richtig gemacht. Ja. Wir haben natürlich, der Gemeinderat hat dem Verein gegenüber ein großes Vertrauen gegeben und ich glaube, wir haben wirklich dieses Vertrauen wertgeschätzt und haben das jetzt aber auch wirklich bewiesen, dass es sehr, sehr gut funktioniert. Und ja, Sie haben es auch angedeutet, natürlich, wenn dieses Modell so erfolgreich fährt und die Stadt auch noch wächst, es gibt Neubaugebiete ja im Norden der Stadt, dann wird man zu gegebener Zeit auch über einen Halbstundentakt nachdenken müssen. Das wird mit Sicherheit 2-3 Jahre noch dauern, aber dann werden wir da schon nochmal wirklich so ein Konzept für einen Halbstundentakt uns überlegen. Das wäre natürlich dann wieder für die Stadt auch mit der Investition, sprich ein nächster Bus, ein neuer Bus noch dazu, verbunden. Aber die Zeichen stehen auf Weiterentwicklung Beendigung. Ja, ja, die Zeichen stehen eindeutig. Und was ich auch noch sagen möchte, ist vorhin auch so angeklungen, natürlich waren auch in der Bevölkerung einige Leute skeptisch am Anfang. Also das habe ich auch deutlich gehört, alles wird nichts, da fällt nur leer rum. Aber dadurch, dass der Bus ständig im Stadtbild unterwegs ist und auch die Kritiker von außen sehen, da sind ja Leute drin, hat der wirklich pro Monat von Monat immer mehr an Akzeptanz gewonnen. Und deshalb auch die Bevölkerung, die zunächst mal kritisch war, überzeugt, ja, da fahren Leute mit. Und das ist auf eine Erfolgsspur. Und das ist unser Bus. Der fährt für uns, und der hat einen Namen und eine Identität. Da kann ich jetzt aus dem Nähkästchen plaudern, wenn wir die Bruchsaler Variante nehmen. Der hieß Max. Max, der Bus. Ja. Und man hat ihn nicht mehr Bus genannt, sondern Max. Aber heute ist der Max irgendein Bus. Ja. Rot oder blau oder grün oder gelb. Und er hat eben keine Seele mehr. Ja. Und damit verliert sich natürlich so ein Charakter und der Wunsch und der Wille mitzumachen möglicherweise. Das möchte ich vielleicht auch gerade noch sagen, das ist auch für unsere Fahrerinnen und Fahrer ein jedes Mal ein tolles Erlebnis. Man steigt am 12.30 Uhr mit einem wunderschönen Gefühl aus dem Bus raus, weil man auch von den Fahrgästen so eine positive Rückmeldung bekommt und immer wieder gelobt wird, tolle Sache, tolle Einrichtung. Und dann steigst du, da fährst du den Schluss aus und ja, wirklich sinnvoll. Und zum Abschluss, liebe Zuschauer, ich habe gesagt, ich habe mit dem Herrn Schlesinger noch ein Hühnchen zu rufen, aber er darf fertig essen. Ich ziehe Sie ins Vertrauen, Herr Ihle. Da hat mir doch tatsächlich das überreicht. Ich befürchte mit einem Hintergedanken, liebe Zuschauer, das ist, ich glaube, die Freikarte, die jetzt neu entwickelt wurde. Lüften Sie doch bitte das Geheimnis, damit wir ihn ein bisschen schonen an dieser Stelle. Also, ich bedanke mich trotzdem. Ganz lüften. Also wir haben ja die Fahrpreise auch per Gemeinderatbeschluss schon von Anfang an festgelegt. Über 80-Jährige fahren kostenfrei. So, und jetzt habe ich vorhin mitbekommen, der Herr Schlesinger hat Ihnen diese Karte. Ich bedanke mich für Ihr Vertrauen. 80-Jährige mittlerweile bei einem Besuch vom Oberbürgermeister oder vom Bürgermeister stellvertretend zum 80. Geburtstag bekommen die Geburtstagskinder diese Freifahrtschein. Die freie Fahrt. Jetzt haben sie ihn auch bekommen, aber... Ich mache mir keine weiteren Gedanken darüber. Ich nehme es zur Kenntnis. Ja. Aber ich glaube, Sie dürfen mit dem auch mal so eine Runde Ich kenne ja den Busfahrer. Genau. Ja, liebe Zuschauer, wo muss ich gucken? Da muss ich gucken. Liebe Zuschauer, wir verabschieden uns aus Eppingen. Aus dem Igloo. Aus dem Frühstück, für das wir uns nochmal ganz herzlich bei der Natascha bedanken wollen an dieser Stelle. Ich bedanke mich ganz herzlich dafür, dass Sie am Samstagvormittag hier waren, Herr Schlesinger, Herr Ihle, und uns, unseren Zuschauern, erklärt haben, wie schön Busfahren ist und wie schön man teilhaben kann, wenn man mobil ist. Und vielleicht hat es auch einen Nebenaspekt, nämlich den, dass man Menschen in die Stadt bringt, aus den Ortsteilen. Und das führt ja letztendlich auch ein bisschen zum neuen Kaufverhalten und hat Nebeneffekte, die man gerne mitnimmt. Schön, dass wir uns hier treffen durften und eine schöne Szene hier erleben dürfen. Vielleicht haben wir noch mal Gelegenheit, liebe Zuschauer, uns hin und wieder hier am Bistro, am Weiher Bistro zu treffen.
Und bis zum nächsten Mal, bis nach Ostern natürlich. Jetzt stehen wir vor Ostern, man sieht schon die Deko. Bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut. Tschüss. Kraichgau TV. Ich seh's bewegt.